Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Wir müssen reden und zwar über Pimp My PC, die aktuelle Staffel und wie es damit weitergeht. Ihr habt ja sicher inzwischen alle mitbekommen, dass wir vor einigen Wochen die zweite Staffel von Pimp My PC angekündigt haben und einer von euch hat da eben die Möglichkeit, ein komplettes Gamingzimmer im Gesamtwert von bis zu 20.000 Euro zu bekommen. Das Ganze ist aber kein klassisches Gewinnspiel oder so, sondern wer das Gamingzimmer haben will, muss sich bei uns bewerben, auf dem Discord, mit einer kreativen Einsendung und das, was uns und der Community am Ende eben am besten gefällt, wird ausgewählt. Jetzt erstmal zu den guten Neuigkeiten. Wir haben zwei richtig nice Sponsoren für das Projekt gefunden. Einmal Intel, das habe ich ja schon letztes Mal angekündigt. Wir können uns also über richtig nice CPUs freuen. Und zusätzlich haben jetzt auch noch Asus ROG zugesagt, uns bei der Staffel zu unterstützen. Und ich meine, ROG hat halt einfach das volle Programm und so ziemlich die besten PC-Komponenten überhaupt. Also wird es schon eine richtig heftige Aktion werden. Darum vorneweg schon mal vielen Dank an die beiden Firmen. Wirklich keine Selbstverständlichkeit. Morgen Abend wäre es dann eigentlich auch schon soweit. Der Bewerbungszeitraum, den wir ursprünglich angesetzt hatten, würde da nämlich enden. Wir haben uns jetzt aber nach wirklich langem Überlegen und Diskussionen dazu entschieden, die Bewerbungsphase nochmal um circa 2 Wochen, also bis zum 5. Juni, zu verlängern. Der Grund ist, dass uns wirklich viele Leute wegen dem Thema geschrieben haben. Einmal haben wohl echt viele Leute unterschätzt, wie viel Arbeit es sein kann, so ein Video zu produzieren und zu schneiden. Und ich meine, es wäre echt schade, wenn jemand mehrere Wochen Arbeit in so ein Projekt steckt und dann am Ende nicht abgeben kann, weil der Bewerbungszeitraum vielleicht 2-3 Tage zu kurz war. Außerdem, und das war leider ein kleiner Planungsfail von uns, sind aktuell in vielen Bundesländern halt Abi-Prüfungen und uns haben auch super viele Leute geschrieben, dass sie echt gern mitmachen würden, aber ich meine, Abi und Schule hat halt einfach Priorität und natürlich konzentriert man sich dann lieber darauf und nicht unbedingt auf seine Pimp My PC-Bewerbung. Wir wollen natürlich, dass wirklich jeder dieselbe Chance hat und niemand das Gefühl hat, hier irgendwie benachteiligt zu werden. Darum, wenn ihr jetzt schon eure Bewerbung abgesendet habt, dann dürft ihr diese natürlich nochmal überarbeiten. Ihr habt ja jetzt nochmal 2 Wochen, also seid ihr auch nicht irgendwie benachteiligt, weil die anderen jetzt mehr Zeit haben. Wenn ihr das macht, dann bitte die alte Bewerbung löschen und die neue abgeänderte nochmal neu einsenden, ansonsten bekommen wir das nicht mit. Ein anderer Punkt, den ich auch nochmal ansprechen will, sind die Regeln. Die haben wir ja eigentlich schon klar im letzten Video vorgegeben, aber irgendwie haben es viele einfach überhört oder sich gedacht, Regeln sind zum Brechen da, keine Ahnung, aber ich sag's jetzt einfach nochmal. Wenn ihr Musik verwendet, dann muss sie unbedingt ohne Copyright sein und ihr müsst das Video, wenn ihr es hochladet, mit Creative Commons Lizenz veröffentlichen. Wenn ihr keine copyrightfreie Musik findet, die euch gefällt, dann könnt ihr auch mal in die YouTube Audio Library schauen, da gibt's wirklich super viel Auswahl. Außerdem darf euer Bewerbungsvideo wirklich maximal 2 Minuten lang sein. Das war unsere Vorgabe und das ist uns auch wirklich wichtig, weil das sonst später einfach alles viel zu viel zum Anschauen wird und das Ganze halt einfach viel zu lang gehen wird. Das haben wir auch aus Staffel 1 gelernt. Und ich kann es nicht oft genug sagen, eure Bewerbungen sollen kreativ sein. Wenn ihr euch einfach nur hinsetzt und kurz euer Setup vorstellt, werdet ihr einfach 0 Chancen haben, am Ende zu gewinnen. Und Kreativität heißt nicht, ein super geiles Video-Equipment zu haben oder die Ultra-Hollywood-Qualität, sondern auch mit einer Kartoffelkamera kann man kreative Projekte umsetzen. Es geht ja um die Idee und die Umsetzung dahinter, nicht um die Videoqualität. Es gibt sogar Projekte, die man komplett ohne Kamera umsetzen kann. Das wollte ich alles nur nochmal gesagt haben und jetzt noch kurz zum Plan, wie das Ganze nach der Bewerbungsphase weiterlaufen wird. Am 5. Juni um 23.59 Uhr werden wir den Bewerbungschannel deaktivieren. Ihr könnt dann also keine neuen Bewerbungen einsenden. Wir werden uns dann zusammensetzen und eine kleine Vorauswahl treffen aus den besten 8 oder 16 Einsendungen, je nachdem was da noch kommt. Und dann eine Woche später, also am 11. Juni, wird ein Video hier auf dem Channel kommen, bei dem wir unsere Finalistenauswahl vorstellen. Dann habt ihr wieder eine Woche Zeit abzustimmen für euren Favoriten. Jeder hat eine Stimme. Wie genau und auf welcher Plattform wir das machen werden, steht aber noch nicht fest. Wir müssen ja irgendwie sicher gehen, dass die Abstimmung nicht manipuliert wird. Darum denke ich, dass wir das sehr wahrscheinlich über unser Forum laufen lassen werden, aber vielleicht habt ihr ja auch eine gute Idee. Dann wieder eine Woche später werden wir uns als Jury, also Roman der Bauer, Tobi, Mo und ich, dieselben Einsendungen nochmal anschauen, in einem Video zusammen darauf reagieren und den oder die Glückliche auswählen. Dabei wird jeder eine Stimme haben und die 5. Stimme ist eben eure, also die Community-Entscheidung. Dieses Mal läuft das Format also komplett über YouTube und nicht als Livestream über Twitch. Das war zwar ganz cool und wir hätten eigentlich auch Bock drauf gehabt, das so zu machen, aber einen Tag zu finden, wo wirklich jeder Zeit hat, das wird absolut schwierig und wir wollen, dass wirklich jeder die Möglichkeit hat mitzumachen und auch jeder die Möglichkeit hat abzustimmen.
anschließend, wenn der Gewinner dann feststeht, geht's jedenfalls richtig los mit Staffel 2. Wir werden alles planen, da zusammen hinfahren und einen richtig geilen Gaming-Raum zaubern. Ich hoffe jedenfalls, dass euch unsere Entscheidung, den Bewerbungszeitraum nochmal zu verlängern, auch gefällt. Vielleicht ermutigt das ja auch den ein oder anderen von euch, sich doch nochmal an der Bewerbung zu versuchen. Je mehr Teilnehmer wir am Ende haben, umso besser und unterhaltsamer ist das Ganze natürlich. In diesem Sinne, ich hoffe, das kurze Update-Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.